So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und der Ramses sitzt wieder mal auf der Toilette. Das kann nur zwei Dinge bedeuten. Entweder was richtig Ekliges. Also, ich habe ja hier auch das Zitronensaftkonzentrat getrunken oder diesen Brottrunk. Oder aber das andere, was nicht so eklig ist. Er hat wieder mal Fanpost bekommen. Und der zweite Fall trifft ein, trifft zu. Liegt jetzt schon ein paar Tage hier rum. Ich wusste überhaupt gar nicht, wann ich das mal filmen soll, wann ich das mal öffnen soll. Ist trotzdem immer noch wie Weihnachten. Jetzt habe ich es hier in einer richtig tollen Verpackung. Guckt euch das mal an. Ein riesen fettes, großes Paket vom Thomas Speck. Der Thomas Speck hat mir was geschickt. Ich bin gespannt, was das sein soll. Da steht auch drauf, Vorsicht Glas, ne? Hier, Kratz, Trinkbecher, gefroren genießen. Das ist doch richtig cool. Geschmacksrichtung, Cola, Zitrone, Pfirsich, Waldmeister und Kirsche. 40 Stück. Da würde ich mich ja jetzt schon freuen, wenn das drin ist, weil es schon wieder so warm ist, dass man hier zerläuft. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Es ist ziemlich schwer. Es enthält Glas. Vielleicht ist es ja ein Kasten Bier, nur ohne Kasten. Das ist dann so ähnlich wie beim Natururin, wo dann die ganzen Scherben im Paket angekommen sind, als dem Bier zugeschickt wurde. Ich bin gespannt. Wir reißen das jetzt mal hier an der Seite auf, dass wir da reinkommen. So, das sieht schon mal gut aus. Der Adi hat Hunger. Dem habe ich noch nichts zu essen gegeben, weil ich gesagt habe, er muss erst das Video mit mir machen. Und dann wird gegessen, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Deswegen wuselt er hier rum. So, das Paket ist theoretisch auf. Adi! Adi ist auch am Start, der guckt zwischendurch immer mal. Wir öffnen es und ich bin gespannt, weil ich habe keine Ahnung, was da drin sein soll. Erstmal ganz viel, hier erstmal ganz viel Bild-Zeitung. Bild-Zeitung immer das Beste, da könnt ihr noch was lesen, wenn ihr auf der Toilette sitzt, so wie ich jetzt. Und wir haben hier einmal Keki Fred. Feinste Schweizer Schokoladenwaffel, Klassik, 20 Minis. Ich bin zwar eher nicht so der süße Typ, ich bin eher so der herzhafte Typ, aber feinste Schweizer Schokoladenwaffel, das klingt schon richtig genial. Keki Fred, ne? Da freut sich Pupsi bestimmt auch. Die nascht ja gerne mal was. Oder wenn die Mutter wieder da ist, also wenn meine Mama wieder da ist, die fragt ja auch immer, oh, hast du nicht mal was Süßes oder so? Jetzt kann ich sagen, ich habe Keki Fred. Und keiner weiß, was es ist. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke für, Dankeschön dafür. Was für ein Zufall auch. Jetzt, wo der Gabriel aus der Schweiz da war, kriegt man plötzlich Schweizer Schokoladenwaffeln. Dann haben wir weiterhin, was ist das? Confiserie Bosch Dings, Manufaktur für Genuss, echt schwäbische Wibbele. Schwäbische Gebäcksspezialität, Zutaten Zucker, Weizenmehl, Hühnereiweiß, Aroma. Eiweiß ist immer gut, ne? Da habt ihr schwäbische Wibbele. Kennt ihr schwäbische Wibbele? Schreibt es mir in die Kommentare. Das ist wenigstens ohne Schokolade, das heißt, das zählt nicht mehr so extrem zu was Süßen rein, so wie die Schokoladenwaffeln. Das geht schon fast in die herzhafte Richtung. Noch ein bisschen Chili-Soße dran, dann kommen wir dem Ganzen schon näher. Toll. Guck mal, ein Fisch. Ein Fisch mit einem Ladekabel. Ich glaube, das ist was für Adi. Ich glaube, das ist ein Spielzeug oder sowas. Ah, müssen das mal auspacken. Puh, der Fisch, der riecht. Was steht denn hier dabei? Kurze Anleitung. Reißverschluss auf, Schalter umlegen, Katze spielen lassen. Aber nicht zu lange. Hm. Ist also hier auch ein Ladekabel dabei. Fisch auf, Katze spielen lassen. Ich mach mal kurz auf und guck mal da rein. Ist ein Schalter dran, ja. Ich trau mich jetzt gar nicht. Der Adi ist zwar hinter mir. Ich glaube, das probieren wir am Schluss mal fix aus. Den Fisch lege ich also behutsam um die Ecke. Das ist schon fast wieder eine Ekel-Challenge auf der Toilette. Sieht aber lustig aus. Ich frage mich jetzt schon, was der Fisch dann macht.
die Anleitung auch richtig cool geschrieben hier. Kurze Anleitung. Zack. Da ist der Adi bestimmt auch gespannt, was gleich passieren wird. Dann, was haben wir hier weiterhin? Noch eine Schokolade. Milka Mix mit Peanut Karamell. Die werde ich mir wahrscheinlich dann auch gleich in den Kühlschrank reinpacken. Denn nichts geht über ein kühles Stück Schokolade aus dem Kühlschrank. Sonst ist das alles nämlich schon geschmolzen und eklig. Aber so eine kühle Schokolade, ein Stück pro Tag, wird schon gehen, oder Ali, was sagst du? Schokolade! Pisa Flor! Ich weiß, ich habe Gulasch im Kopf. Dann haben wir noch Perfect Fit Andy Hairball. Ach du meine Fräse! Das ist Schuld, also nicht das, aber es gibt ja so Snacks auch in so kleinen Schächtelchen, was so wie so Trockenfutter ist. Anti-Hairball. Und seitdem der Adi Anti-Hairball gegessen hat, hört er sich wie die Sau. Was macht er denn jetzt schon wieder? Ich bin Bergsteiger. Der hat nie Probleme gehabt mit seinem Fell. Und seitdem der Anti-Hairball gegessen hat, fliegt überall das Fell rum. Als ob es eigentlich, also es soll dagegen sein, aber es hat das hervorgerufen. Vielleicht ist das auch nur Zufall. Was machst du da? Lass mich in Ruhe, mach ein blödes Video. Ist ja gut, ich bin doch schon dabei. Ne? So, bist auch mit drauf. Das ist auf jeden Fall was für dich, da kannst du dich schon freuen. Da gibt's da nämlich wieder was. Boah, guck dir die fette Katze an hier drauf. Oh, ich bin dick, ich esse den ganzen Tag Perfect Fit. Ich habe keine Haare, das sieht nur so aus. Nehmen wir auch mal hier rüber. Hier ist wieder Zeitungspapier. Hier, da dreht er doch immer durch. Ja, diesmal nicht, diesmal ist er ruhig und behende. Jetzt schmeißt er das Papier da raus. Das gibt's doch nicht. Adi, da kommt noch mehr. Guck, da ist noch eins. Aber ich habe immer noch. Ja, was sagst du jetzt? Toll, das ist ein richtiger Vorführeffekt. Ich tu dir mal das ganze Waschbecken hier voll machen. Dann, was haben wir hier? Einmal Chili-Flocken. Keramikmalwerk. Mit Keramikmalwerk. Das ist also zum. Muss man da, ne? So. Und dann ist die Katze gewürzt. Das würde ich dir nicht antun. Alles wird gut. Aber der Adi ist sowieso in letzter Zeit immer, wenn ich was mache und das dann esse und das ist übelst scharf, dann geht er hin und schlägt immer noch die ganze Schüssel aus. Ich glaube, der ist. Der gehört halt zu mir einfach. Das ist so. Chili-Flocken auf jeden Fall sehr interessant. Sieht man ja auch viel, gerade wenn die immer so Döner haben und Döner würzen und man sagt extra scharf, dann machen die ja auch so Pulver drauf. Aber ihr, kein Pulver, das sind ja auch meistens so eine Art Flocken, würde ich sagen. Chili-Flocken, milde Aromatik. Milde aromatische Schärfe für Soßen, Suppen, Dips, Gemüse, Geflügel, Fisch und Fleischgerichte. Extra Tipp, Chiliflocken erst 10 Minuten vor Ende der Garzeit zufügen. Das bewahrt ihr Aroma. So Adi, den Fisch muss ich mir da gleich noch zeigen. Hier habe ich überhaupt keine Ahnung, was ist jetzt. Das sind noch zwei riesengroße etwas irgendwie. Man kann ja gar nichts rausnehmen. Ja, ein riesen fettes, großes Paket. Ja, Adi, wir packen es doch gemeinsam aus. Das könnt ihr mal hier aufmachen. Vor allem sieht das aus, als wären das hier Hausschuhe. Ich glaube, das sind Hausschuhe. Also in dem Sinne, das sind so, ja, so Latschen halt. So wie im Hotel, im Schwimmbad. So komische Badelatschen-Dinger. Das ist auf jeden Fall interessant. Ne? Hier haben wir ein Karamalz. Das auch sehr gut. Karamalz natürlich ohne Alkohol, 0,0% alkoholfrei. Das werde ich, glaube ich, mir auch gleich öffnen, denke ich mal. Ich habe nämlich eh Durst. Mir kommt es immer zu so vor, als wird alles nach Fisch riechen. Aber ich glaube, wir nehmen einfach die andere Flasche zum Öffnen. So, was haben wir nämlich hier drin? In dem anderen Schuh, in dem anderen Latschen, haben wir noch ein Schlössle gepflegtes Pilz. Und guckt euch den Snob an hier. Mit seinem Monokel, ne? Jedes Mal sage ich es, hier seht ihr es, mit Monokel, mit dickem, fettem Bauch, mit so einem urinfarbenen Fummel an, mit einem Zylinder, also gepflegtes Pilz, 4,6%, 0,33. Habe die Ehre! Also irgendwie ist das ja witzig, aber irgendwie
weiß ich nicht, ich kenne genug Leute, die so durch die Stadt hier laufen und einfach denken, sie sind's. Das finde ich dann immer richtig ekelhaft. Achso, ich wollte eigentlich das Bier damit aufmachen. Moment. Das ist auch genial. Die passen mir bestimmt nicht, ne? Oder? Kann man mal probieren. Ich glaube, das ist Einheitsgröße. So mit Gewalt rüberstülpen funktioniert. Obwohl das sicherlich ja nur zum Einpacken war, oder? Oder sollen die ernsthaft zum Anziehen sein? Kann ich mal ausprobieren, wenn ich mal wieder in die Badewanne gehe, werde ich mir die überziehen. Guck mal, die neues Papier. Da ist noch Papier, da ist Papier. Hier ist immer noch Papier. Hier ist mein Karamalz. Aber der Trick hat auf jeden Fall funktioniert. Sobald man draufschreibt, Vorsicht Glas, dann spielen die auch nicht Fußball mit, sondern tragen das... Ah! Unfall auf der A7. Jetzt ist der Adi runtergestürzt. Wir haben hier aber noch so ein Paket, also noch so ein Flaschenset, das wir auch so aufmachen können, theoretisch. Hier alles links und rechts und in der Mitte und irgendwie. Och nö, oder? Ich glaube, das ist schon wieder der Snob. Oder sind das verschiedene Snobs? Nee, das ist was ganz anderes. Ein Riegeler Bier, Landbier nach Riegeler Originalrezeptur. Herzerfrischend seit 1834. Riegeler Landbier mit 5,4% in der Bügelflasche. Das ist auf jeden Fall auch cool. Ich glaube, da werde ich mir jetzt immer am Montag im Stream was gönnen. Wenn wir zusammen chillen. Einmal das, dann beim nächsten Mal das. Und hier habt ihr noch einen Urtrunk. Regionale Bierkultur. Ach nee, Natur. Naturtrübes Vollbier, Urtrunk. Und da ist sogar ein Rayquaza drauf. Guckt euch das an. Shiny Rayquaza mit seiner eigenen Biermarke, Biersorte. Besuchen Sie unsere Brauerei. Ja, wieso nicht, ne? Kann man ja mal hin, kann man ja mal gucken, kann man ja mal machen. Jetzt habe ich aber nur Bügelflaschen. Und mit den Bügelflaschen, weiß ich nicht, möchte ich eigentlich nicht versuchen, das andere aufzumachen. Deswegen... wir haben hier nur noch eine Schere rumliegen. Wir nehmen einfach die Schere fix, ne? Machen das mal auf. Ah, da schießt es gleich durch die Decke. Das gute Karamalz. Grüße gehen raus an den Thomas Speck. Danke auf jeden Fall. Jetzt habe ich nochmal Latschen. Pupsi kriegt also auch zwei Latschen. Sehr schön, da können wir mal wieder ins Thermalbad nach Bad Rodach. Hier das Komfort, das Waschbecken sieht aus. Das tun wir auch mal weg. Aber wir wollen ja gleich noch probieren, den Fisch. Wenn wir den Fisch anmachen, den Fisch anmachen und schauen, was der Adi damit macht, ne? Erstmal aber ein Prost an den Thomas, ne? Ich weiß, es gibt so viele Menschen, die sagen, Malzbier ist voll räudig. Aber ich finde, das hat irgendwie was. Das schmeckt ja ein bisschen süßlich, das hat Kohlensäure, aber nicht zu viel. Das ist irgendwie trotzdem erfrischend. Das ergibt einfach ein Ganzes, sagen wir es mal so. Jetzt muss ich aber mal den hässlichen Fisch anmachen. Ich hoffe, hier ist Platz, dass das funktioniert. Jetzt machen wir den Fisch zu. Nehmen mal die Kamera. Guck mal, was passiert. Guck mal, Adi, Fisch. So viel zu Katze spielen lassen. Wie gesagt, danke nochmal an Thomas Speck für das Paket. Danke, dass da viele verschiedene Sachen dabei sind. Das Karamalz stößt schon auf. Da ist was für die Mama dabei, für den Adi, für Pupsi, für mich, für jeden, für alles. Und die Chili-Flocken werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Mal gucken, wenn ich mir das nächste Mal Döner hole, haue ich mir einfach selbst noch Chili-Flocken drauf, damit es schön extra scharf wird. Heute Abend, ich kündige es jetzt schon mal an, heute Abend kommt noch ein Livestream, 18 bis 19 Uhr, solange wie Pupsi dann Köln guckt, werde ich noch so eine Trade-Session machen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch mal einschalten, mal ein bisschen quatschen oder sonst was. Der Adi zerlegt so lange seinen Fisch. Das war's von meiner Seite aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und danke Thomas Speck.